Szene-Meditation Nummer 5. Montagmittag. Friede mit der Kultur. Ich betrete den ewigen und unendlichen Garten in Ehrfurcht vor dem Himmelsvater. In Ehrfurcht vor der Erdenmutter. In Ehrfurcht vor der heiligen, reinen und rettenden Lehre. In Ehrfurcht vor dem einen Gesetz. Vater unser, der du im Himmel weilst, schicke allen Söhnen und Töchtern der Menschen deinen Engel des Friedens und unserem Wissen den Engel der Weisheit. Öffnen wir uns den Wahrheiten der alten Meister in den heiligen Schriften aller Religionen. Können wir die universelle Wahrheit entdecken. Wir verbinden uns mit dem kosmischen Gedankenmeer. Wähle für eine Zeit lang persönlich eine Stelle, einen Text aus einer heiligen Schrift aus und spüre dem nach, was dich darin zwischen den Zeilen berührt, mit den drei Fragen. Erstens, welche Empfindungen löst dieser Text in mir aus? Zweitens, was ist das Besondere in diesem Text? Was kommt mir rüber als sein Inhalt? Drittens, was löst dieser Text an Reaktionen in mir aus? Öffnen wir uns den Wahrheiten der alten Meister, wie sie in der Literatur und Kunst ihren Ausdruck gefunden haben. Wähle für eine Zeit lang persönlich etwas aus dem Bereich der Literatur oder Kunst aus und spüre immer wieder dem nach, was dich darin zwischen den Zeilen berührt. Dies ist dein Weg, sich mit dem kosmischen Gedankenmeer zu verbinden. Heben wir in unser Bewusstsein, was wir bereits wissen. Friede ist der Schlüssel zur Weisheit. Nur wenn wir in vollkommenem Frieden leben, kann sich die universelle Weisheit in uns offenbaren. Die schrittweise Offenbarung der universellen Weisheit gibt uns Kraft, den Frieden selber bewusst zu leben, ihm durch unsere Person Ausdruck zu geben. Tun wir dies in Ehrfurcht.
Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist. Ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen. Erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Lass dir Zeit, diese Meditation langsam zu beenden.